Mit Energie im Leben macht das Leben einfach mehr Spaß. Doch es ist ja nicht immer so leicht. Manchmal hat man einfach auch mal so Talfahrten, wo man nicht so gut drauf ist oder wo man auch nicht so viel Energie hat. Und wenn dich interessiert, wie du da wieder rauskommst oder wie du das Problemchen löst und was ich da immer mache, um mich wieder zu pushen, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, generell ist es so, wir Menschen werden ja nur zu ca. 5% vom Bewusstsein gesteuert, also von unseren Gedanken her, und zu 95% aus dem Unterbewusstsein. So, und wenn es dir nicht so gut geht, sorgt irgendwas im Unterbewusstsein dafür, dass es dir, ja, dass du nicht so viel Energie hast und dass du auch einfach ein bisschen bedrückt bist. Und was ich an dieser Stelle gerne mache oder was ich auch öfters mache, ich mache das mehrmals pro Woche, und zwar das Thema Selbsthypnose. Du gehst in den tiefen Zustand der Entspannung und kommst zur Ruhe und dann sagst du dir deine Suggestionen selbst ein. Weil du musst überlegen, was, wenn du Autosuggestion betreibst und dir deine, ja, Sätzchen bewusst sagst, betrifft es ja nur 5%, weil wir ja, ja, die Sätze gehen ja rein ins Gehirn und werden dann erstmal geprüft und gehen dann weiter rein ins Unterbewusstsein. So, und wenn du dir, ja, durch Autosuggestion Dinge einsagst, ja, hat es nur oder betrifft es nur diesen 5%igen Anteil. Wenn du aber in Entspannung gehst, das heißt, wenn du in Hypnose bist und dir dann durch eine Selbsthypnose oder in der Selbsthypnose und dir dann nochmal deine Affirmationen sagst, im Zustand der Trance, dann deckst du damit den viel größeren Anteil ab, nämlich die 95%. So, wie kannst du in Selbsthypnose kommen? So, die Vorgehensweise habe ich nicht selbst erfunden, sondern habe ich selbst mal irgendwo auf YouTube mal gesehen, hab's ausprobiert und tippitoppi. Also folgendermaßen, du setzt dich erstmal hin, ganz entspannt und locker. Ja, alles schön locker lassen und dann machst du folgendes. Du ballst deine Faust, ja, du musst erstmal ganz fest zudrücken und dann lässt du nochmal los, entspannen. Und dann drückst du nochmal fest zu, nochmal eine ganze Weile fest zudrücken und dann wieder entspannen. So, und jetzt machst du folgendes. Dann atmst du einmal tief ein, hältst die Luft an und dann, während du ausatmest, schließt du auch deine Augen. Und dann kommst du runter und dann stellst du dir vor, wie sich deine Muskeln ums Gesicht herum, überall deine Muskeln entspannen und wie sie immer lockerer und lockerer werden. Und das sagst du dir auch im Kopf, ganz ruhig. Die Muskeln entspannen sich und ich komme immer mehr runter. Ich werde immer entspannter, entspannter und entspannter. Und du wirst merken, wenn du dich dann auch darauf fokussierst, dass die Muskeln locker werden oder lockerer werden, dann werden sie auch locker und die Muskeln im Gesicht werden ganz, ganz schnell locker. Und dann fokussierst du dich darauf, dass die Muskeln überall im ganzen Körper immer mehr entspannen und immer lockerer und lockerer werden. Und du sagst dir eigentlich, geh immer tiefer in die Entspannung. Immer tiefer und tiefer. Und mit jedem Atemzug gehst du immer tiefer in die Entspannung rein. Und wenn du das Thema Hypnose noch nicht kennst, brauchst keine Angst haben, da kann nichts passieren. Du wirst einfach nur ganz ruhig und wirst ganz entspannt und kriegst trotzdem noch alles mit. Und das Ganze machst du dann eine Weile. Das heißt, du wiederholst immer wieder, mit jedem Atemzug gehe ich immer tiefer in die Entspannung rein und tiefer und tiefer und tiefer. Und irgendwann wirst du merken, dass du ganz locker und entspannt in deinem Stuhl sitzt. Und dann fängst du an, dir deine Affirmation einzusagen, wie ich bin total entspannt oder ich liebe mein Leben oder ich bin dankbar. Ich sag mal zum Beispiel, ich bin dankbar für mein Leben. Ja? Und wenn diese Dankbarkeit tief in mir drin verankert ist, ja, strahlt dadurch auch eine viel stärkere Zufriedenheit aus. Und wenn du zufrieden bist mit deinem Leben, lässt sich's hier auch leichter meistern. Lass dich jetzt von dem Video nicht entmutigen, probier's einfach mal aus, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagen möchtest, jawohl, ich möchte was verändern. Und ansonsten, es gibt auf YouTube viele gute Videos, wo du das Thema Selbsthypnose lernen kannst, wo es verschiedene Hypnotiseure gibt, die dir verschiedene Techniken beibringen, wie du selbst in Hypnose kommen kannst. Ich selber bin kein Hypnotiseur. Ich habe dir einfach mal aus meiner Erfahrung gesprochen, was ich täglich mache, um mich, ja, in einen guten Zustand zu bringen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben, schreib es runter in die Kommentare oder wenn du auch Fragen hast, schreib es runter in die Kommentare. Teil das Video
Und ansonsten, wenn du das Video auf YouTube siehst, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Thank you.